Ja, komm, lass mich hoch. Ein kleines Lager. Ganz sicher aus hier oben. Ja, prinzipiell, ne? Hier wird wohl keiner hochkommen. Ja. Hast du was verstehen? Hm? Ich glaube, jetzt können wir uns das wirklich leisten. Okay. Gehe ich da beim nächsten Mal einsetzen. Haben wir schon was angeguckt? Ich glaube, hier war nichts weiter, jo. So, ist jetzt die Frage. Kommen wir hier trotzdem drüber? Nein, man fällt runter. Also, wir müssen den Weg über die Kisten nehmen. Ah! Traurig. Ist das nicht witzig? Nee, es ist traurig, sag ich ja. Ja, aber erstmal kichern. Ja, wegen dem kleinen Ausraster. Hat man selten sowas. So, und offenbar kann man hier nicht Auto fahren. Das ist schade. War das aber ehrlich so unerwartet? Nein. Aber man kann ja hoffen. Hey, noch eine Lok. Jetzt? You are dreaming, ain't you? I beat you the day before yesterday. And on Saturday. And tonight I will win again. Don't worry about my boss. I talked to Eve. She'll keep him distracted for a while tonight. He's had his eyes on her anyway. What? Ich weiß nicht. Irgendwelche Kabale um Liebe. Simon? Ja. Lebst auf dünnem Eis. Nein, ich lebe auf Parkett, aber danke. Holiday on thin eyes. Hey, Heckkiste. Ah, ich brauch Hecken 2. Oh, gut, dann kann ich jetzt schon mal das Medi-Ding einsetzen. Oh. Ehrlich, woher hätte ich... Wir haben Hecken die ganze Zeit nicht gebraucht, warum jetzt? Ich habe wieder genug Upgrade-Module höchstwahrscheinlich, aber... Da brauche ich halt auch die Station zu. Die ja theoretisch hier irgendwo sein müsste. Naja, spätestens jetzt, wo ich auch einen Granatenwerfer habe. Jo. Ach, ist das schön, mit quasi vom Lehm her durchlaufen zu können. Ach, das schützt irgendwie die ganzen Undock-Stationen für irgendwelche Fahrzeuge. Anscheinend jedes Mal aufs Neue einfach vom selben Herrn Entwickler sind. Hä? Hör mal, der Raum kommt einem bekannt vor, oder? Ja. Die helfen sich gegenseitig. Die sprengen sich vor allem gegenseitig. War eigentlich gut, oder? Jo. Müssen wir wieder hoch? Ja. Aber endlich passt die Kletterphysik in diesem Spiel, hast du? Du hast auch die Leiterphysik in diesem Spiel. Das ist nämlich auch eine Kletterphysik. Wenn man sehr Leitern weit fasst. Klettert man. Naja. So, wie viel Leben noch? Einer. Nein, zwei. Abgeschossen vom anderen. Lebst du immer noch? Ich lebe noch, ja.
Ich verreck natürlich sofort, ja. Hast du dich aufgeheilt? Ja, hatte ich. Okay. Dann ist das so. Huch! Okay. Piff! Ach, tot oder wie? Will Upgrade-Einheiten haben. Also Upgrade-Station. Oh. Oder muss man dafür wirklich hochfahren wieder? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall fährt hier gerade ein Hybrid rückwärts durch die Tür. Super. Ja, der Tage. Mhm. Voll toll. So, panzerbrechende Muni. Ich helfe ihm auf seiner Reise. Und laufen, laufen, laufen. Ich sollte mir, wenn ich könnte, vielleicht mal das hochpushen. Huch, es hängt. Warum hängt's? Mir nicht. Eppa. Was? Aus. Wie aus? Ja, System Shock ist abgeschmiert. Och nö. Ach doch. Och nö. Ach doch. Nö. Hi. Tja. Huch. Spielstand kaputt. Also nochmal nachstellen und wir haben es jetzt einstimmig dazu entschieden, das nicht mehr mit dem Lager zuzumachen, sondern es hin zu einem Eiern und dann festlegen wir so. Und was wir hier sehen, ist Deck 4. Was mir doch gar nicht laut und nervig gerade. Mit HD-Explosion. Was? Von wo? Von unten. Das Spiel kommt, geht mir auf, kommt irgendwie ein bisschen aus. Geht mir auf die Nerven da. Und viel zu laut für Waffe, Ahoi. Ah. Bah. Du hast deinen Spaß, ich sehe schon. Ich spawn schon wieder falsch. Und ein Lock. Yay. I managed to develop a poison which can destroy the black eggs. I hope it will also destroy the toxic cloud around them. At the moment I have my hands full with so many injuries being reported by all decks. Come to research and my assistant will hand over the poison to you. Please inform me of the results as quickly as possible. In Ruhe. Sehr hübscher Boden. Ja, so und Marmor, eine Sicherheitskamera. Ne? Und sehr schöne Pflanzen. Ja, Marmor, ne? Marmorpflanzen, ja, nee. Hey, ein Lock. Hey. Peggy, I know these aren't our dream jobs, Peggy. But look on the bright side. We not only save the cost of the flight to Ponderby Station, but we also get a salary. However, I wish I could swap jobs with you. I'm a lab assistant, and that means I have to take care of yucky, stinking rats and clean away their dirt every day. Ugh. Jefferson will have to pay for this. He'll get a nasty surprise when we arrive. Diese Inbei? Frauen. Worth upgrade. Wo? Bei mir. Wo bist du? Vor dem OS Upgrade. Hey, noch ein Medischlüssel. Und ein. Direkt neben mir ist gerade ein Cyberkerl gespawnt. Bist du von dem Hauptraum. Ach, du bist nach rechts gegangen, Junge. Ja. Links war ich.
Hier. Moment. Nicht Moment. Ich muss erst noch einen Beschleuniger einwerfen. Inwiefern? Swift Boost. Ach so. So, lass mal schauen. Diese Entscheidung immer. Was dir helfen könnte, wäre auch noch ein Strong Metabolism, theoretisch, oder? Ja, aber so viel Gift haben wir ja nicht. Auch wieder. Komm. Hm? Ich nehme doch wieder das aus Robotern Leben rausziehen. Hm. Upgrade. Das finde ich dann doch immer sehr praktisch, und selbst wenn es gar nicht so praktisch ist. Nebenbei, wieso rennen hier überall die scheiß Ninjas rum? Lethal Weapon. Let's geht. Oh, und wieso hallo. Kann man Ninjas im Jahre 2.628 noch mit stinknormalen Krabbenziehern zerschlagen? Guck mal, noch ein bisschen Teddy. Ich weiß. Und logischerweise... Was? Lässt er sich nicht ziehen. Bah. I'm disappointed. Hat das irgendwas zu bedeuten? Was? Das Bild auf dem PC? Ich glaube nicht. Wird übrigens, in dem einen Raum, wo die Upgrade-Einheit war, ja, stand auch ein Real-Life-Foto von irgendwem. Okay. Ah, Entchen. Ui. Von irgendwem von den Leuten, die mitgemacht haben hierbei. Hey, die haben Physik, die bouncen richtig. Mir ziemlich egal. Verschwendest nur dein Psi. Ja, aber es macht Spaß, die an, durch die Gegend zu ziehen. Nein, ich werde nicht untersuchen, was da hätte drin sein können, gewesen können. Übrigens, Research Objects für dich. Was, wo? Wir dürfen uns nicht so oft aufteilen. Da, auf dem Boden. Moment, eines Alien-Eis? Ach, das da. Jo. Kalifornien und Gallium brauche ich. Weil diese beiden Elemente so viel Sinn ergeben im Zusammenhang. Die hier einfach nichts von Belang ist. Ja, also ein Putzmittelraum, ne? Da muss aber was von Belang drin sein, ansonsten ist der Raum sinnlos. Die Atmosphäre. Guck mal, ein kleines Shuttle-Modell. Putzig. Das ist noch ein extra Real-Life-Foto. Ja. Keiner weiß von wem. Alter, lässt diese scheiß Bassgitarre mal in Ruhe. Das ist doch eine normale Gitarre. Scheißegal, lass sie in Ruhe. Burp, Nebelhorn. Ja, so klingt das. So, hier hat jemand eine Party gefeiert, wie es aussieht. So, ich brauch Gallium. Hatten wir hier schon einen Chemieraum gefunden? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Auf den Klos sind garantiert Chemikalien. Besonders die radioaktiven wie Kalifornium. Noch ein Entchen. Du meinst Frauenklo, ne? Perversling. Ist nicht Perversling, das ist Überlebensinstinkt. Man muss alles aufsammeln, was man findet. Ja.
Privatsphäre gibt es ja in diesen Bereichen irgendwie eh gar nicht. Mhm, stimmt. Hey, noch ein Ei. Kann ich das direkt extrahieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist erbärmlich, wie viel Schüsse ich für so ein einzelnes Würmchen brauche. Ich muss ja erstmal treffen. Ich treffe ja, nur es ist eine Energiewaffe. Ah, das ist der Boss, okay. Ja, das ist der Boss. Und nach dem Modell. Ganz ehrlich, ich glaube, noch am ersten Mal wussten wir, dass da ein Boss steht. Nein. Ninja. Wenn der von mir wegrennt, muss ich mit einer Schrotflinte in seinen Rücken schießen. Exit-Strategie, ja, ja. Was für eine Strategie? Exit-Strategie. Please make your selection. Sag mir nicht. Na, egal. Was erklärst du jetzt? Heißt allgemeine Strategie, um irgendwo ungeschoren rauszukommen. Okay. Das ganz gerne bei so kleineren Unternehmen. So Start-ups. Noch ein Putzmittelraum. Ja, auch eine Atmosphäre oder was? Wahrscheinlich, also ich habe noch nichts gefunden. Ach, es... was ist das hier für ein Labyrinth? Übrigens, hier ist das andere Real-Life-Foto. Okay. Jo. Meinst du, die alles schon durchsucht? Hier wird doch mal nur irgendwas zu holen sein. Nein, ich glaube, das war tatsächlich nur dieser eine Rundgang, den wir hier hatten. Auf der Seite zumindest. Auf der anderen Seite geht es ja noch weiter. Die sind ganz trotzdem immer rund. Genau, hier, hier waren wir noch nicht drin. Nein, da schaust du nicht rein. Oh. Da könnten aber Heildrüsen drin sein. Da könnten genauso gut irgendwelche Moskitos drin sein. Und hier hätte man Depris. Heftigste Depris. Nee, hier hat jemand Pralinen. Deckungsgleich, Lock. Marcy, it's unbelievable! Ponterby Station was blown up and only one man survived. What lucky devils we are. Now we just need to get back to Earth quickly. I won't lift one more finger on this dirty ship. Die Mädels sind auch wirklich ihren Männern sehr treu ergeben. Ja. Wo bist du hin? Ich bin schon weitergerannt. Ich wollte den Gang nochmal gehen, weißt du? Ach so. Hier waren wir schon. Eben. Gut. Hier sind wir wieder da. Ja. Also auf die andere Seite. In die Küche. Ja, das ist gut. Mit den schönen Etasco-Nudeln. Ich gehe in die Dining Hall. Okay. Und heb erstmal einen Donut vom Teppichboden auf. Lecker. Eine Waffe rum, weil... Ist nicht so, dass ich die Pistole noch hätte oder so, weil ich sie mittlerweile gut reparieren kann, aber okay, vielen Dank. Goodies. Oh. Ich hab den Koch gefunden. Ah, und? Er mag es scharf. Ah. Schade. Ich hätte eigentlich mehr Lust auf was Chinesisches. Ja, scharfes Bild.
Alter, wenn diese Küche den Hygienetest nicht besteht, dann weiß ich auch nicht. Die Ästhetik, die dieses ganze... Ja, Blut hier macht. Ist... So, in der Dining Hall warst du schon? Irgendwas von Interesse? Ja, ich merke, dass ich ganz viel Orangensaft habe stehen lassen, der hier an den Seitenregalen stand. Boah. Ich wollte gucken, wie die gut die Waffe war, die ich aufgesammelt habe. Average, okay. Unload. Weg damit. Sei dabei. Obwohl, das ist schon wieder so dunkel hier überall. Unload. Weg mit der Waffe. Ah, sorry. Ich hab gedacht, ich hätte mittlerweile raus. Mhm. So, dann jetzt zu den Athletics. Ja. Ah, perfekt. Ah, schön. 24. Hm. Wäre Waffen auf 1. So. Bin noch 8 Minuten, das ist natürlich irgendwie. Nein, Hacken dauert. Ah, Hacken braucht viel mehr Punkte. Ich konnte. Ich werde die Kiste eh nicht mehr öffnen können. Mhm. Naja, gut, später, ne? Ja. Recycler schmeiß ich übrigens weg. Okay, ja, das ist nicht wert gewesen, ich weiß. Oh ja, Stärke und Ausdauer, warum nicht? So. Und daraus besteht der Sport im 27. Jahrhundert. Hier unten geht's weiter. 27. war System Shock 1. Was das jetzt hier war, keine Ahnung. 2112 ist der erste Teil. Also wird das hier wohl 2114 sein. 2072, ja, stimmt. Ja, Nullen sind wichtig. Hey, ein Ringbow hier. Ja, das ist in der Tat korrekt. Ring. Ah. Oh. Ja, ich habe gerade mit einer Schrotflinte so ein kleines Mistvieh erschossen. Aber nebenbei. Ja. Look at this. Ah. Heilrüse, schön. Und auch hier brauche ich Chemikalien für. Na dann. Der Pool hier kommt mir auch sehr bekannt vor. Lügen, die Ente schwimmt nicht. Warum schwimmt die Ente nicht? Weil ich hasse die Feigheit der Ninjas, ne? Ja. Oh, hallo. Aha, stimmt, wir haben ja jetzt was übersprungen gehabt, ne? Was? Wir hatten ja ein Stück übersprungen. Ja. Habe ich schwere Waffen auf 1 geupgradet. Aber natürlich Raketenwerfer nicht dabei. Granatenwerfer. Hey, Upgrade anhalten. Schön. Mistviecher, ne?
Das war's, glaube ich, aber auch hier. Jo, möglich. Tja. Und ja, der Athletikbereich hat leider in dem Fall nur Schwimmen im Angebot. Ja. Casino! Ja, Musik. Da ist schon der ganz harte Dealer. Ist die Musik doppelt? Nicht bei mir. Komm, mach nicht alles kaputt. Ah, jetzt ist die Musik wieder in Ordnung. Okay. Übrigens viel cooler als im ersten, als in dem anderen Casino. Ja. Gut, das erste Casino ist schon direkt neben dem Bordell. Was erwartest du da? Boah, es war eher so ein Borsino, stimmt schon. Ein Borsino, ja, nee. Oder ein Kartell, weiß. Geht auch nicht so gut. Ja.